Michael Zöllnermann von der Whiskybotschaft in Kerken. Ihr habt uns heute drei ganz besondere Abfüllungen mitgebracht von Gutladich. Aber bevor wir über die reden, das hat auch damit zu tun, dass die Whiskybotschaft jetzt eine von 7 Stützpunkten der Ladybrook-Ladichpool geworden ist. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und was es bedeutet? So ist das, Bernhard. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind sehr, sehr stolz darauf, seit einer Woche Mitglied der Ladi-Crew zu sein. Und zwar sind hier von Burgladich verschiedene Fachhändler in Deutschland ausgesucht worden nach ihrem Engagement für die Marke Burgladich. Und wir sind seit vielen, vielen Jahren mit Herzblut dabei und halten die Flagge Burgladich nach oben. Die Abfüllung, die ihr mitgebracht habt, die gibt es ja nur im Geschäft, und zwar ganz streng nur im Geschäft. Das heißt, man muss de facto wirklich in einem Ladestützpunkt vorbeischauen, um sie bekommen zu können. Kannst du uns was über die Abfüllungen erzählen? Ja, sehr gerne. Wir haben hier drei verschiedene Jahrgänge. 2004 ist eine Bourbon-Fass gelagerte Abfüllung mit einer Westminster-Gerste vom schottischen Festland. Die 2005er und 2007er Abfüllungen sind jeweils aus dem Bourbon-Fass mit einer zweiten Reifung im Sauternes-Fass. Und hier unterscheiden wir einmal Organic Barley bei dem 2.5er und Isla Barley bei der 2.7er Abfüllung. Im Charakter alle völlig unterschiedlich und sehr, sehr speziell, eben typisch Burgladich. Dein Liebling davon? Ich mag sie alle auf ihre Weise, sie sind alle völlig unterschiedlich. Der 2004er ist, liegen alle in Fassstärkebereich um die 60 Volumenprozent. Der 2004er ist noch der fast mildeste, würde ich sagen. Der 2007er ist am kräftigsten, überrascht einen zunächst mal mit seiner Power. Und wenn man ihm ein wenig Zeit gönnt, kommt hinten weg eine enorme Süße. Und der 2005er ist der, von dem ich sagen würde, ist der klassischste Ladi mit den typischen Aromenspektren. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die natürlich sehr begehrt sind. Wahrscheinlich schon fast ausverkauft, aber ich habe gehört, es gibt noch einige wenige, die man kaufen kann. Kaufpreis pro Flasche ist bei? Kaufpreis pro Flasche liegt bei 95 Euro, was für eine limitierte Abfüllung Einzelfass, finde ich, völlig okay ist im Rahmen. Der Run war sehr, sehr groß. Sie sind Freitag erst geliefert worden, heute ist Sonntag, wir sind nahezu ausverkauft, aber wir haben auch im Ladengeschäft einiges zurückgehalten, um nicht nur den Messebesuchern den zugänglich zu machen. Also das heißt, schön mal vorbeischauen und sich die noch sichern, falls nicht. Richtig, genau. Dann danke ich herzlich fürs Interview und wünsche euch noch eine schöne Messe. Bis bald wieder mal. Klasse, herzlichen Dank. Tschüss, danke. Bernhard.